Hi Leute, hier ist wieder eure Skydrissa zu einem neuen Part von Okami HD. Im letzten Part haben wir ein bisschen Geld gefarmt, die Techniken beim Onigiri-Sensei gelernt, weil ich jetzt vorbereiten wollte darauf, dass wir hoch auf den Berg gehen. Ich habe jetzt gesagt, wir würden zum Wafku-Schrein gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir wirklich dahin gehen. Es kann auch sein, dass wir direkt zu den Dämonen gehen. Allerdings vermute ich, dass wir durch den Schrein müssen. Deswegen habe ich das im letzten Part so gesagt. Ich habe offscreen ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Zufälligerweise ist mir ein Kleeblatt unter die Pfoten gekommen und dann habe ich das natürlich auch noch gleich ausgebuddelt und ein bisschen Glück kassiert. Wie ihr seht, habe ich Geld ausgegeben, sogar einiges. Wofür kann ich gerne sagen, ich habe hier Tintensteine gekauft, Vergeltung, Exorzismus L und noch ein bisschen Heilige Knochen M und so weiter und ein paar andere Sachen und halt Goldstaub, damit ich auch noch ein paar Sachen verbessern kann, was ich jetzt auch bei dem Schwert tun werde. Ich habe auch die Donnerklinge und den Dreifaltigkeitsspiegel ausgerüstet, weil ich mir überlegt habe, ich möchte mal die Kombination Schwert und Schild verwenden, Verteidigung und Offensive. Und ich bin auch schon gleich hier hochgegangen, hatte mich dann hier in Tuskles Haus ein bisschen niedergelassen, während Lika da unten ihr Gebet spricht. Man sieht sie leider von hier nicht. Man sieht hier nur die Arche der Yamato. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier durch die Tür und gucken mal, was uns dahinter erwartet. Hä? Wir gehen da wirklich hin, Ami? Die Ruinen des Wafku-Schreins liegen am Itsufuji. Es ist ein sehr seltsamer Ort, der vor langer Zeit von den Leuten von Wiebke entdeckt wurde. Auf dem Gipfel liegt ein Altar mit den Statuen der Zwillingsdämonen. Und der Weg dort hoch ist mit seltsamen Apparaten gepflastert. Na, dann war das ja ganz gut, dass ich das Blitzschwert ausgerüstet habe. Dann kann ich die Apparate vielleicht sogar aktivieren damit. Und die Musik, dieser plötzliche Wechsel in der Musik. Ich bin kurz zusammengezuckt. Wunderbar, um Atmosphäre herzustellen. Die Zwillingsdämonen sind bekannt als Lechku und Nechku. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie sehen aus wie Eulen, so ein bisschen. Ihre Altarstatuen sind vor langer Zeit zum Leben erwacht und haben das Land terrorisiert. Sie wurden von einem legendären Oina-Helden besiegt und eingesperrt, aber es scheint... Hä? Wie scheint es? Dass sie wieder ausgebrochen sind, um wieder das Land zu plagen. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, erinnerst du dich daran, was der Neunschwanz gesagt hat? Du weißt schon etwas über Yami, dem Herrscher des Landes der Finsternis. Ich weiß nicht genau, wer dieser Yami ist. Aber alle Arten von merkwürdigen Dingen sind passiert, nachdem Orochi wieder erschien. Wer weiß, ob dieser Bergschrein überhaupt etwas mit dieser Sache zu tun hat. Aber ich finde, wir sollten dieses Mal besonders vorsichtig sein. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Aber gut, wir sind doch im Wafku-Schrein. Ich habe gedacht, dass wir hierher kommen werden. Und ja, ich glaube, diese Apparate haben dann vielleicht auch so ein bisschen... wie drücke ich das aus? Elektrizität. Deswegen habe ich gedacht, man... was ist mit den Kanonen hier? Warte mal, Ami. Siehst du die Kanonen da drüben? Ich bin mir nicht so sicher, ob sie hier sind, um uns zu begrüßen. Lass es uns ruhig und langsam angehen. In einer Eisfläche. Willst du mich verarschen? Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Ey! Was schießt ihr uns hier ab? Vorsichtig, Jungs und Mädchen. Oh nein, ich darf nicht rennen. Ich darf echt nur schleichen. Hä? Komm ich hier überhaupt weiter? Oh Gott, die kosten mich ja auch nur Energie. Wie löst man das denn hier am besten? Was ist denn mit diesen scheiß Kanonen hier? Okay, gut, dass ich noch heilige Knochen gekauft habe, denn ich werde die hier wohl brauchen. Ey! Nicht einfrieren! Also ich habe schon gemerkt, hinter diesen Eisdingern sind wir nicht sicher. Ich heile mal zur Sicherheit. Wie geht man hier am besten vorbei? Man soll es ruhig und langsam angehen lassen. Aber wie soll das gehen? Wir sind doch ruhig. Halt, Moment mal. Ruhig und langsam? Was wäre, wenn wir hier in den Schnee gehen?
Nee, das bringt nichts. Meine Güte, diese scheiß Kanonen. Ich bin gleich vorne. Ich habe was. So, ich schneide hier nochmal die Dinger kaputt. Falls wir irgendwas finden, dass wir es auch gefunden haben. So. Wunderbar. Gut, dann gehen wir jetzt weiter und sind hier angekommen und... Wow. Das sieht fantastisch aus. Und die Musik ist toll. Oh, die Musik ist echt episch. So mysteriös. Und hey, da ist ein Schlüssel. Also, ein Türschloss. Na, reagierst du diesmal nicht mal? Schade. Und... Oh nein! Oh nein! Nein! Schlitterrätsel! Nein! Was? Ach Gott! Du musst ja auch noch schnell rüber! Oh Gott! Wie soll man denn das hinkriegen? Oh Gott, und wenn man hier landet, dann... Okay. Gut zu wissen. Und hey, ein Dämon. Na, was seid ihr denn? So, erstmal hier mit dem Räuber. Nein, ich wollte... Hä, wieso habe ich jetzt irgendwas... Oder irgendwen hier verlangsamt? Ich wollte hier nichts verlangsamen. Ich wollte euch ausplündern. So. Geht doch. Einmal Energie. Oh, was gibst du mir? Ein Tintenstein, yay! Na gut, euch erstmal alle mit Blitze ärgern. Dann als nächstes... da ist das Monster, gut. Los, Isun, übernehme ihn! Und noch ein heiliger Knochen S. Dann als nächstes mal das Eis kaputt schneiden. Und jetzt... die Blitze... hierhin, dorthin, dahin. Und gleich die nächsten Blitze. Warte mal, habe ich aus Versehen Isun losgeschickt? Ja, habe ich. Verdammt. So. Na? Seid ihr weg? Ja, ihr seid weg. Und ich habe mich sogar ein kleines bisschen heilen können. Super. So in etwa habe ich auch Geld gefarmt die ganze Zeit, als ich da noch am Geld farmen war. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier haben wir bloß eine Tür, die wir auftauen müssen. Aber ich habe jetzt schon Angst vor den Schlitterrätseln. Weil da werden bestimmt welche kommen. Aber so mit dem Hochspringen und dass man kaum was machen kann, das ist eigentlich schon so ganz gut gelöst. Okay, ich muss... Okay, man muss es ruhig und langsam angehen. Hä? Wieso ist da ein Schneeball? Da ist Eis. Da sind kleine Pflänzchen. Okay, ich sehe mir die Apparatur nochmal an. Da sind zwei Eisblöcke. Da oben ist auch was. Das ist eine Waage. Friere ich ein, wenn ich dagegen komme? Ja, ich friere ein, wenn ich dagegen komme. Gut zu wissen. Was ist, wenn ich diese Sphäre hier angreife? Das geht nicht. Kann ich die auftauen? Geht auch nicht. Sie ist hitzeresistent. Gut zu wissen. Hier ist Tinte. Da sind zwei Pflänzchen. Kümmern wir uns doch erstmal um die Pflänzchen. Oder sehen wir uns erstmal an. Eine Zierpflanze? Hier? Ist das einer dieser dämonischen Tricks? Aber vielleicht ist sie ja doch nur eine einfache Zierpflanze. Sieh nur, wie gesund sie ist. Irgendjemand muss sich hervorragend um sie gekümmern. Wirklich? Aber was passiert, wenn ich die wachsen lasse? Dann sind es jetzt drei Zierpflanzen. Alle glänzen sie. Kann ich die irgendwie bewegen? Nee, ich kann die nicht bewegen. Allerdings habe ich eine Idee, wie man die Waage... bearbeiten könnte. Mal sehen, ob das was bringt. Wir können es ja, wenn hoffentlich, resetten. So. Ah,
der erste Eisblock ist gefroren. Oder aufgetaut. Dadurch hat sich die Waage hierhin bewegt. Aber da hinten... Ist da hinten ein Weg? Nee. Er ist abgekantet. Und ich finde es gut, dass man hier so viel Energie findet. Und ich mag die Musik... Also generell bislang feiere ich den Wafko-Schrein richtig. Okay, dadurch, dass wir es aufgetaut haben, konnten wir hier rüber. Hier ist außerdem eine Kiste. Und eine Vergeltung, yay! Damit können wir uns gegen Dämonen so ein bisschen schützen, damit wir nicht angreifen müssen. So. Was ist eigentlich, wenn ich das Ding da oben angreife? Das da oben kann ich nicht angreifen. Aber was passiert jetzt, wenn ich hier... Moment. Nee, es reicht nicht. Schade. Muss ich vielleicht in einen anderen Blickwinkel? Ich will nämlich hier mit der Fackel das Ding auftauen, damit die andere Waage sich runtersenkt. Was? Eins? Was zur Hölle? Ist das so eine Art Spiel oder was? Sollen wir etwa das Gewicht auf der anderen Seite ausbalancieren? Nun, vielleicht hast du es noch nicht bemerkt. Aber ich wiege keine Tonne. Aber da ist eine Tonne da drauf. Und wir haben hier diesen komischen Eisball, der auch darauf könnte. Was ist, wenn man hier reingeht? Hä? Ah, Moment, ich weiß, was das ist. Oh, das ist so ein... Ah, dafür ist der Eisball da. Aha. Nein, oh Gott. Was ist denn da passiert? Oh, scheiße. Komm ich rauf? Ja gut, ich bin raufgekommen, aber... Was muss man hier mit dem Ding jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Wie kriegen wir Gewicht hier drauf? Und ja, das war gerade Absicht. Ich wollte nämlich nur gucken, wie der Abstand ist. So, das bedeutet, das Ding da vorne können wir nur nehmen zum Rüberspringen. Hier wieder zurück auf diese Seite. Aber was können wir als Gewicht da drauf tun? Ah, ich muss kurz schneiden. Bis gleich, Leute. So, nachdem mein Vater mir jetzt echt einen Schrecken eingejagt hat und ich richtig Panik bekommen habe, bin ich wieder da und mir ist was eingefallen und aufgefallen an diesem Rätsel. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht komplett verkackt habe. Ich möchte nochmal rausgehen, weil mir ist was eingefallen. Ich meine... Ich habe jetzt darüber nachgedacht, während ich ein paar Sachen für den Alten machen musste. Und ich habe mich gewundert, weshalb sind hier kleine Bäume? Beziehungsweise, jetzt sind das ja keine kleinen Bäume mehr. Und ich habe jetzt Angst, dass ich das Rätsel nicht mehr lösen kann. Und das ist ganz schlecht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das Rätsel jetzt lösen soll. Weil mir ist eingefallen, man könnte doch die Bäume, damit sie mehr wiegen... Als kleine Bäume vielleicht dahin tragen. Das kann ja vielleicht möglich sein. Und dann hätte man die vielleicht hier hochpacken können oder so. Aber wie man das jetzt anders lösen soll, habe ich keine Ahnung mehr. Das ist schlecht. Sogar verflucht schlecht. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt hier... Kann ich die irgendwie wieder zurückverwandeln, die Bäume? Mal sehen. Was würde jetzt passieren? Ah, jetzt sind das drei kleine Bäumchen. Die... Okay, das ist natürlich cool. Kann ich die tragen? Ich will das jetzt mal... Ja, ich kann die tragen. Okay, dann war ich mit meiner Vermutung vielleicht sogar richtig. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Ach so. Ah, das Ding klappt dann immer zu, wenn... Okay. Gut zu wissen. So, dann stelle ich den Baum hier ab und bringe ihn zum Blühen. Mal sehen, was dann passiert. Noch nicht so viel.
Dann versuche ich es mal mit zwei Bäumen. Vielleicht klappt das. Ich meine, aus irgendeinem Grund müssen die hier liegen. Wahrscheinlich für die Waage. So. Was passiert jetzt? Jetzt ist sie auf 3. Ah. Interessant. Jetzt ist da ein Pfad. Ich glaube, ich habe gerade die Waage gelöst. Die Frage ist jetzt bloß, wie bewege ich das Ding vorwärts? Kann ich das nicht? Wie soll das gehen? Wie bewege ich jetzt das Ding nach vorne? Vielleicht mit einem Kraftstreich? Mit einem Wind? Oh nein! Oh! Okay, tatsächlich mit Wind, aber ich muss den Wind anders laufen lassen. Gut. Dann stelle ich mich hier hin und mache das dann hier mit dem Wind. So. Hä? Okay. Dann mache ich erstmal den Wind in die Richtung? Nee, das bringt nichts. Kann es sein, dass die Kugel jetzt feststeckt? Wie kriege ich das hin, das Ding zu bewegen? Ich friere ja immer ein. Moment, vielleicht. Moment. Kann ich dich jetzt auftauen? Nein, kann ich nicht. Kann ich mit Inferno auftauen? Nein, kann ich auch nicht. Wie bewege ich dich? Außer mit dem Wind. Weil mit dem Wind glitschst du nur rum. Und stehst da halb im Zaun drin. Jetzt fällst du runter. Ich sehe es schon kommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz warten, bis meine Tinte wieder da ist. Ah, jetzt sollte es gehen. Wie kriege ich dich nach vorne? Wie kriege ich dich dazu, hierher zu kommen? Das ist eine gute Frage. Nee, das bringt nichts. Jetzt fällt er runter, ja. Dachte ich mir. Mal sehen, wenn ich wieder rausgehe, dann resettet sich das doch hoffentlich wieder. Zumindest mit der Kugel und... Oh, was haben wir denn da? Eine Kiste. Was war denn das gerade? Ich bin noch gar nicht abgerutscht. Ich wollte einfach nur Isunda hochschicken, aber scheinbar klappt das nicht. Mist. Oder klappt es jetzt vielleicht? Nee. Die muss ich holen. Verdammt. So. Was? Der hat sich nicht wieder zurückgesetzt? Das ist doch für'n Arsch. Okay, ich glaube, ich muss direkt vor dem Ding stehen, um das zu bewegen. Gut. Dann drehen wir wieder hierher. Nochmal Wind. Ah, man muss gut nachdenken bei sowas. Und da haben wir es geschafft. Das Eisding ist drin und wir kriegen den Schlüssel. Und ich falle runter. Okay. Das war komplett idiotisch, aber egal. Wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Und wir haben den Schlüssel. Und ich weiß nicht, irgendwie mag ich den Wafku-Schrein bislang sehr. Oh, warum renne ich wirklich in alles rein? Ich verhalte mich doof. Wenigstens gibt es hier ein bisschen... Wow.
Das ist aber viel Energie. Danke für die viele Energie. Und die Tinte. So. Und da ist das Schlüsselloch und es regt sich wieder auf. Wir machen die Tür auf und können jetzt weitergehen. Was haben wir denn hier? Ein großer Eisblock. Okay, und was haben wir hier, wenn wir nach oben gucken? Ganz viele Flammen. Da oben ist ein Fenster. Und ich vermute, auf dem Eisblock steht irgendwas. Vielleicht können wir uns den Eisblock ja mal ansehen. Nee, wir können nur eingefroren werden. Was wir jetzt aber machen könnten, wäre, wir könnten den ja mal versuchen aufzutauen. Und, ach! Da ist ja Wasser! Okay, dann brauchen wir mal kurz bei der Ausrüstung die Wassersteintafel. Ah, ich rüste die mal statt der Goldkatze aus. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Wasserstrahl nach oben. Das ist natürlich eine geniale Idee. Einen Eisblock auftauen, damit wir einen Wasserweg nach oben haben. So lobe ich mir das. Okay, da drüben können wir höchstwahrscheinlich nicht hin. Oh, jetzt brauche ich die Goldkatze. Na gut, dann rüste ich die Goldkatze wieder aus. Dadurch kriege ich nämlich die Energie. Und ich muss aufpassen. Ich gehe mal nach hier. Wow, was war das denn gerade? Nicht gut, da ist nämlich gerade der Weg kaputt gegangen. Man muss sehr vorsichtig sein. Man muss ein richtiger Leisetreter sein, damit man das alles hier kriegt. Scheint es zumindest so zu sein. Ja, wie ich einfach, obwohl ich mehr als genug Kohle habe, immer noch alle Töpfe kaputt machen muss. Okay, diesmal war es Tinte. Okay. Was passiert hier, wenn diese Eisstacheln hier sind? Was ist mit denen? So, erstmal hier. Na, bringt nichts. So. Verdammt, ich glaube, ich hätte doch da hochgemusst. In die andere Seite. Na gut, gehen wir mal dahin. Ich finde das übrigens immer ganz toll, wenn Ami hochschwimmt. Das sieht richtig gut aus. Ach, Moment! Ich sehe es jetzt. Ich sehe es. Da war eine Kabegami-Statue. Und nicht nur das. Die ist nur von der einen Seite aus zu sehen. Deswegen müssen wir uns die gleich nochmal genauer angucken, wenn wir da sind. Ich hoffe nur, die Wassersäule hält das so lange aus. Ja, da oben. Da oben ist Kabegami. Da oben ist das. Was ist das denn? Und, oh nein! Och nö, wir fallen wieder runter. Gut, dann müssen wir die Wassersäule erneuern. Hätte ich mir denken... Moment mal. Habe ich jetzt aufgrund dessen, dass ich die Technik nochmal benutzt habe, die Wassersäule sofort wieder aufgelöst? Cool, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass man das machen kann. 100 Parts in diesem Spiel und ich lerne nie aus. So, die Frage ist jetzt, wo gibt es einen Weg hoch? Okay, da ist die Kabegami-Statue. Ah, ich glaube, ich weiß, was man hier tun muss. Natürlich, das ergibt sehr viel Sinn. Wenn man es richtig machen würde. Und jetzt falle ich runter. Okay, ich würde sagen, da ich jetzt hier gerade schon ein bisschen am Failen bin, schneide ich hier den Part und würde dann im nächsten Part da oben weitermachen und mal gucken, dass ich das mit Kabegami irgendwie hinkriege. Und wenn ich verkacken sollte, dann schneide ich einfach, bis ich oben bin. Ich denke aber, dass ich dann vorher zumindest ein paar Versuche drin lasse, dass ich hochkomme. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye.